bin ich wieder zu Hause. Ich habe euch ja versprochen, noch ein kleines Video zu machen, zwecks der Halterung. Ihr habt es ja schon gesehen in dem anderen Video. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt eine andere Kamera, das muss ich erstmal gucken, wie das alles passt. Nee, so nicht. So. So passt. So. Das kann man ja ausziehen. Das kennt ihr ja. So. Da habe ich jetzt mal alles zusammengeschraubt. So. Also im Prinzip sieht das jetzt so aus. So. Also ist es jetzt zusammengeschraubt. Das hier, das verklebe ich noch. Habe ich ja gesagt letztens. Es geht ja ratzbatz. Also zumindest so sieht das Teil jetzt aus. Ich drehe es mal rum. So. 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 So, und das Teil. Oh, das Teil. Das habe ich mir im Internet gekauft. Da gibt es noch die Halterung dazu. Das hier. Das gibt es noch extra dazu. Also das ist Aluminium, kein Plastik. Das ist mal was richtig Gutes. Ja, made in China, denke ich mal. Und dazu gab es eben die Halterung. Und das war, glaube ich, irgendwie oder so rum dran, so unten angeschraubt. Ja, irgendwie. So, das habe ich jetzt alles verschraubt. Das Ganze kommt jetzt hier rein. So. So, und so sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, ja, kann man nicht meckern. So. Das hält, ist richtig, richtig stabil. Ja. Also wackelt nichts. Das einzige Problem, was ich jetzt habe mit meinem Tablet, das ist natürlich wieder ein Zentimeter zu groß. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier eventuell hier den oder den Gummi rausmache. Einen von den oder beide müssen ja eh raus. Oder hier oben. Hier oben ist auch ein Gummi drin. Da. Den rausmachen. Also mir fehlt so ungefähr 2-3 mm, um das Tablet reinzuschieben. Ich kann es ja mal euch zeigen. Also ich kann es erstmal aufmachen. Also man drückt hier auf die Seite drauf. So, da geht das schön auf. Wenn ich jetzt das Tablet hier reinmache. Ups, seht ihr ja, das geht, ich will es bloß jetzt nicht reinbringen. Also es geht relativ schwer. So, und da muss entweder unten der Gummi raus oder oben der Gummi. Ansonsten ja, sieht das relativ gut aus. Jetzt muss ich es wieder rausmachen. Hoffentlich fällt es nicht runter. Ups, so. Aber ich kann es mal kurz reinlegen, wie es ungefähr aussieht. So. So, ich mache mal die Kamera ein bisschen rum, ein bisschen höher. So. Und so ungefähr. So. Ja, und so ungefähr sieht das dann aus. So, ich kann jetzt, ich habe heute eine andere Kamera, jetzt muss man jetzt wieder die Knochen brechen, weil ich mich halt verrenke. Aber so ungefähr dachte ich mir das. Und da hat man nämlich jetzt einen richtig schönen großen Bildschirm. Kann unten noch drunter schön steuern. Ja. Und dann denke ich mal, passt das Ganze. So, machen wir mal raus. Ja. Nee, ich habe das ganz gut gefunden, wo ich das erste Mal im Internet gesehen hatte. Hatte auch einer so ein Ding sich gebaut. Und das kann man im Prinzip wieder rausmachen. Upp. Dann das Handy hier rein, kennt ihr ja auch. Wenn es mal gehen soll. So, ja, jetzt sieht man mich doppelt. Ja, und dann hat man das Handy. Aber ich wollte eben einen größeren Bildschirm haben und das Handy ist mir ein bisschen zu klein einfach. Das ist mir nichts. Und das werde ich nächstes Mal testen, wie das alles läuft. Ja, und dann werden wir weitersehen, was die nächsten Tests so sagen. Aber das wollte ich euch nochmal schnell zeigen. Ich werde es mal schnell zurechtschneiden. Ist nie allzu lang. Ich denke mal so 3-4 Minuten, 5 Minuten höchstens. Ist das Video, aber wollte ich euch einfach mal zeigen. Schnell reinhauen ins Internet und dann könnt ihr euch ja mal angucken. Vielleicht auch ein paar Kommentare. Es geht schon wieder los. Ach, das Alter. Ja, ein paar Kommentare drunter schreiben, falls irgendeiner ja was wissen möchte oder eine Idee hat, wie man vielleicht was verbessern kann oder anders machen kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann wieder bis zum nächsten Video.